Willkommen zurück und wieder eine neue Maschine im Test auf meinem Kanal, die neue Suzuki GSX 8S. Herzlich willkommen zurück. Also, Suzuki wurde bereits totgesagt. Und jetzt meldet sich Suzuki so nach und nach mit einer Reihe neuen Motorräder zurück. Und ich hatte das Vergnügen, letztes Jahr die neue GSX 1000 GT zu testen. Die war schon mal sehr gut. Vor ein paar Wochen hatte ich Vergnügen mit der Faustrom 800DE. Für Fernreisende echter Topmaschine. Und jetzt habe ich hier eine weitere Suzuki mit dem neuen 800 Kubik Motor, die GSX 8S. Und diese Maschine hat es mir richtig angetan. Die Maschine sieht modern, radikal aus. Laut Suzuki haben die Anleihen an der Street Fighter Szene genommen und ich finde, das sieht man auch sehr gut bei dieser Maschine. Die ist ziemlich reduziert, etwas insektenartig, so wie die aktuellen Motorräder in diesem Segment mehr oder weniger alle so sind. Und ein wirklich schön kurzes, knackiges Heck. Die fährt mit dem neuen 800er Motor von Suzuki, einem Parallel-Zweizylinder. Zu den technischen Daten komme ich gleich. Die haben dieser Maschine auch Ride-by-Wire verpasst mit verschiedenen Ride-Modi. Da ist das sogenannte Suzuki Drive-Mode-Select-System mit drin, sowie ein Low-RPM-Assist-System, das die Fahrerei im Drehzahlkeller, es ist doch eine Zweizylinder, die Zweizylinderfahrer wissen, wovon ich spreche, dann etwas einfacher und angenehmer gestalten soll. Und was ich immer sehr gut finde, und das ist scheinbar bei dem neuen 800er Motoren bei Suzuki gang und gäbe, das ist ein Quickshifter inklusive Blipper. Fangen wir mal mit dem Rahmen an. Das ist ein Brückenrahmen aus Stahl mit einem angeschraubten Röhrengerüst und eine Doppelschwinge aus Aluminium. Die neue 800er Maschine von Suzuki, eine Zweizylinder, Viertakt naturgemäß, mit 270 Grad Hubzapfenversatz und zwei Ausgleichswellen. 776 Kubik, 83 PS bei 8500 Umdrehungen und 78 Newtonmeter bei 6800 Umdrehungen. Zu den Geräuschen sagt man, dass die Maschine 88 Dezibel Standgeräusch hat. Mit der kann man dann praktisch auch überall hinfahren ohne Einschränkungen. Und 72 Dezibel Fahrgeräusch. Leider müssen wir diesmal auf die Helmkameraaufnahmen verzichten. Mir ist die SD-Karte abgeraucht, also die Leute, die sich gerne den unverfälschten Ersteindruck von mir ansehen, weil der ist einfach am ehrlichsten. Ja, tut mir leid, muss ich diesmal passen, aber ich versuche das Ganze hier ein wenig zu beschreiben, denn die Eindrücke, die sind sehr frisch und ich gebe mein Bestes, um euch das auch so nacherzählen zu können. Der Motor, der steht recht gut im Saft für eine Mittelklasse-Maschine, beschleunigt sehr gut. Auf der Landstraße bewegt man sich so immer in dem Bereich zwischen 3.000 und 5.000 Umdrehungen. Wenn man bei 3.000 Umdrehungen aufs Gas geht, sprich am Kabel zieht, dann geht die Fuhre schön nach vorne los. Also ausreichend Dampf von unten und in der Mitte. Zieht auch richtig schön durch. Erst im nicht mehr so straßenkonformen Geschwindigkeitsbereich wird es dann obendraus etwas zäh. An dieser Stelle muss ich auch über den Quickshifter reden. Es ist nicht ganz so feinfühlig wie zum Beispiel bei der 1000 GT von Suzuki. Also die funktioniert schon mal etwas besser. Das hier, wahrscheinlich auch dem Zweizylinder-Konzept geschuldet, ist etwas härter zum Schalten, aber funktioniert einwandfrei, nicht falsch verstehen. Die Blipper-Funktion, die ist top. Da merkt man einfach, wie die Maschine beim Runterschalten kurz Zwischengas gibt. Wenn man mittens in der Kurve schaltet, egal ob rauf oder runter, man hat einfach nicht diese Unruhe im Motorrad, das sich durch Kuppeln und Schalten teilweise ergibt. Die Kombination von dem 800er Motor mit dem Quickshifter ist, finde ich, echt sehr gut gelungen, erst recht, wenn man auf Kurvenharz auf einer Landstraße geht, wofür dieses Motorrad in erster Linie auch gebaut ist. Wenn es um das Fahrgefühl
auf dem Motorrad geht, hört man den Motor doch. Es ist eben eine Zweizylinder und die Klangkulisse im Helm vom Auspuff unterstreicht diesen Zweizylinder-Vibrationen mit einem unaufdringlichen, aber dumpfen und satten Klang, sodass das Beschleunigungsgefühl bei dieser Maschine, was den Motor, was die Vibrationen betrifft, die Art, wie er beschleunigt und auch gepaart mit dem Auspuffgeräusch, ein wirklich, ja, es weckt den Spaß an der Drehung am rechten Handgriff. Also Handgelenk wird sauber geübt, die Maschine Vorrat ist so richtig. Fahrwerkstechnisch haben wir vorne eine 41 mm Upside-Down-Gabel mit 130 mm Federweg und hinten haben wir ein Monolink-Zentralfederbein mit 130 mm Federweg. Und was das Fahrwerk betrifft, da kann ich ja die eine oder andere Sache berichten. Ich war gestern auf eine 250 Kilometer Kurvenharz hier irgendwo in der Gegend, ja im Rottaler Outback. Ich nenne es die Straßen nicht, weil die Rennleitung war da auch unterwegs. Gott sei Dank wurde ich gewarnt, denn hinter der Kurve stand schon die Rennleitung beim Lasern. Das wäre, glaube ich, teuer geworden. Aber da sind wir beim Thema Motor und was der hier bei dieser Maschine bewirkt. Also der will schon, der will wirklich. Gut, und dementsprechend braucht man auch ein Fahrwerk dazu. Und zwar ein Fahrwerk, das schon etwas von der sportlicheren, strafferen Art ist. Es gibt Motorräder, die muss man in die Kurve drücken. Dann gibt es Motorräder, die fallen schon direkt übers Vorderrad in die Kurve und die Suzuki ist da recht neutral. Also die muss man weder drücken, noch kippt die rein, sodass man dann wieder aufmachen muss, weil man überrascht wird am Anfang, die ersten paar Meter. Sondern es ist richtig schön neutral, jederzeit berechenbar und jederzeit schön kontrollierbar. Ich muss auch dazu hinzufügen, ich war mit dem Moped gestern nach 15 Kilometer, habe ich schon dem Händler geschrieben, alter Schwede, ist das Teil geil. Ich fühle mich an der, als wäre ich schon 2 Jahre damit gefahren. Also die ist wirklich zugänglich und man gewöhnt sich wirklich schnell dran und erweckt sofort Vertrauen und hat gleich auch ein zügiges Tempo mit der Maschine, so dass man nach 50 Kilometer schon so richtig in diesen schönen Landstraßen-Swing ist, wo dann einfach Beschleunigen, Bremsen, Umlegen einwandfrei funktioniert, als hätte man nie ein anderes Moped gefahren. Also das ist echt super gelungen. Federbein hinten dämpft gut, ist auch etwas von einer strafferen Art, aber wie gesagt, das Motorrad will auch bewegt werden. Das schreit direkt danach, dass man da ein bisschen andrückt. Ich bin dann die Rodeo-Piste, die treuen Zuschauer kennen diese Piste. Ich bin da quasi rauf und runter, wirklich starke Querfugen, Unebenheiten und so weiter. Und ich muss feststellen, obwohl das Federbein hinten straff ist, hat es mich nicht aus dem Sattel gehoben an 2 Stellen, wo bei den meisten Motorrädern der Poppes so einen Zentimeter in die Luft kommt. Also ist das sehr gut gemacht, finde ich. Dann kommen wir zu Bremsen. Vorne haben wir eine 310 mm Doppelscheibe mit 4-Kolben-Sattel und hinten haben wir eine 240er mit 1-Kolben-Sattel. Die vordere Bremse, die beißt echt gut zu. Das ist die Nissin-Ware, ich glaube, die gleichen verbaut Kawasaki auch. Und die vordere Scheibe, die beißt wirklich sauber zu. Also da muss man dann jedes Mal die Knie zusammenzwicken, weil sonst geht es hier auf die Kronjuwelen, weil da rutscht man schon gut nach vorne. Also die Maschine, die bremst vorne top. Hinten, die hintere Bremse, die ist, ja, was soll man sagen, eine 240er Einzelscheibe mit einem 1-Kolben-Sattel. Das ist jetzt kein Bremswunder, aber für Kurvenkorrekturen ist die soweit okay. Man würde sich vielleicht mal ein bisschen mehr Bremskraft hinten wünschen, vor allem wenn man am Andrucken ist. Da ist mir in ein paar Kurven habe ich schon gehofft, dass das Ding etwas kräftiger zubeißen würde. Vielleicht kann man das auch mit anderen Bremsbelägen ein bisschen verschärfen hinten, ein bisschen kräftigeren Bremsgefühl auf dem Hinterrad hinbekommen. Dann ist das auch top. Also ein kleiner Mini-Abzug für die Bremse hinten, die hätte ich gerne, ich sage jetzt einmal so 20% kräftiger, zumindest für meinen Fahrstil. Das unterscheidet sich auch von einem zum anderen. Gut, und der Rest der technischen Daten, Sitzhöhe beträgt 810 mm und 1,82 etwas längere Beine, Sitzposition sofort gefunden. Die Lenkstange ist weder zu eng noch zu weit. Ich finde, Suzuki hat das zumindest für meine Größe super getroffen.
Die Hebel, die sind auch spitze erreichbar und den Bremshebel kann man hier verstellen. Was die Spiegel betrifft, die sind auch relativ weit draußen und dadurch sehr gut, um das rückwärtige Verkehr zu betrachten. Im linken Spiegel habe ich dann wirklich nur die äußere Kante vom Ellerbogen gesehen, mehr nicht. Und rechts zwar etwas mehr, aber das könnte man sicherlich auch ein bisschen besser einstellen. Die Maschine hat 202 Kilogramm fahrfertig, 198 Kilogramm Zuladung, wobei ich mich frage, will ich hier nochmal knapp 100 Kilo draufladen? 14 Liter Tank und der Verbrauch liegt laut Suzuki bei 4,2 Liter. Ich muss zugeben, ich war eher im Bereich 5,2, teilweise 5,3. Aber das ist wahrscheinlich auch dem Fahrstil geschuldet oder dem Tempo, den man anschlägt. Insofern würde ich sagen, Reichweite 250 Kilometer normal. Alles, was drüber ist, da ist man unterwegs wie eine Schnecke. Und wenn man es drauf anlegt, ist das Ding nach 200 Kilometer leer. Okay, Display will ich euch auch zeigen. Das ist die aktuelle Standardkost bei Suzuki. Er zeigt noch den Service an. Drehzahl ist immer gut abzulesen. Geschwindigkeit, eingelenkter Gang, Traktionskontrolle, Fahrmodus, Uhrzeit, Motortemperatur oder Wassertemperatur, aktuellen Verbrauch, Restreichweite und wenn man so weiter schaltet, die üblichen Geschichten. Ziemlich einfach, ziemlich simpel gehalten. Wenn man hier auf den Mode-Button klickt, dann kann man oben sich mit der Traktionskontrolle spielen. Oder komplett abschalten, wenn es einem danach ist. Also das funktioniert auch, finde ich auch gut. Gibt es hier in drei Stufen. Und dann haben wir auch den Ride-Modus A, B und C. Und die Traktionskontrolle auf Stufe 1. Also wenn man in die Kurve sich sauber einlegt und auf den Hahn zieht, dann habe ich schon ein paar Mal aufflackern sehen. Obwohl die Reifen eigentlich gute Haftung und viel Vertrauen vermitteln. Und wenn wir schon bei den Reifen sind, hier handelt es sich um den Dunlop Road Sport 2. Der funktioniert sehr gut mit der Maschine, ist auch sehr gut griffig. Man bekommt auch schon Temperatur in den Reifen rein. Dann kommen wir noch zu den Kosten für die Maschine. Die Angaben sind unterschiedlich, nicht täuschen lassen. Im Internet stehen bei manchen Händlern 8.900 Euro, bei den anderen 9.200. 9.200 ist auch der richtige Preis. Die 8.900, die ausgezeichnet werden bei manchen Händlern, da kommen noch die Überführungskosten und so weiter. Dann top 300 und irgendwo Euro. Also 9,2 ist der echte Preis. Da gibt es aber auch für Fahranfänger, frische Führerscheininhaber, auch Rabatte. Also kann man den Preis dann doch irgendwo auf unter 9.000 Euro drücken. Und ja, Führerscheinneulinge, gut gehört, diese Maschine kann man auf A2 runterdrosseln. Also ich würde bei dieser Maschine gar keinen Grund sehen, nach diesen zwei Jahren irgendwie umzusteigen auf was anderes. Ich würde sie eiskalt weiterhin behalten, muss ich ganz ehrlich zugeben. Für die Maschine gibt es auch etwas Zubehör bei Suzuki. Ich verlinke die ganzen Sachen nochmal unten in der Box. Dann könnt ihr da in Ruhe mal nachsehen. Da gibt es auch ein Gepäcksystem für Suzuki und auch ein paar Sachen, mit denen man dieses Motorrad ein klein bisschen veredeln kann. Ein sehr gelungener Wurf von Suzuki. Für die Landstraßenräuber ist das echt ein heißes Gerät in einem vernünftigen Preisbereich. Also Preis-Leistung ist bei dieser Maschine echt gut. Die Vorderbremse ist gut, Fahrwerk ist straff, aber sportlich auch gut. Motor druckt so richtig schön, also da hat Suzuki einen gelungenen Wurf auf den Markt gebracht. Die Reifen, mit denen die Maschine ausgeliefert wird, die passen auch voll dazu vom Fahrverhalten. Richtig schön neutral, satt, vertrauenserweckend. An die Maschine kann man sich wirklich innerhalb kürzester Zeit kann man sich auf die Maschine einschießen. Es gibt nicht zu viel Hickhack, es gibt nur Traktionskontrolle und ein paar Ride-Modi und das war's. Auch schön gelöst über sehr wenige Tasten, das gefällt mir immer gut. Sitzposition ist gut, aber den einen oder anderen Kritikpunkt habe ich dann schon. Suzuki sagt, das ist eine an die Street Fighter-Szene angelegte Maschine. Ja, stimmt. Aber ich persönlich, ich würde bei diesem Motorrad sofort Hand anlegen, wenn es meins wäre. Und zwar die Blinker. Standardblinker, kein LED, auch recht klobig. Also hier würde ich auf jeden Fall sofort auf LED umstellen. Irgendwas Kleines, Feines, Sexy.
und die Dinger gleich mal weg. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, also wenn wir bei der Optik sind, und zwar, das ist diese Sprungschanze da hinten, die so lang ist wie die Flugschanze in Planitzer, muss ich sagen. Heck, richtig schön knackig, etwas steil, geil gestaltet, und dann kommt diese Pinocchio-Nase hinten raus, aber gleich so lang. Das ist gleich der zweite Punkt, wo ich sofort Hand anlegen würde. Da hinten ist natürlich auch das Rücklicht und die Blinker auch mit verbaut, und das Ganze könnte man so ruhig um, keine Ahnung, 20 cm weiter zum Heck hin irgendwie umbauen. Irgendwas wird es da vom Zubehör sicherlich geben, ist aber nur bis zum gewissen Grad möglich, weil wenn ich schon beim Wort Grad bin, da ist dann auch irgendwo das Hinterrad, und dann kommt drauf an, welchen Winkel das Kennzeichen einnehmen kann, und ja, wir wissen, wie die Rennleitung manchmal so drauf ist. Insofern ist dem natürlich auch irgendwo eine Grenze gegeben. Eine Sache, die ich tatsächlich zu bemängeln habe, die man dann eventuell auch irgendwo beheben könnte, das ist die Sitzqualität. Ich zeige euch, was ich meine. Ich blende es jetzt kurz mal ein, damit ihr das auch genau seht. Und zwar, wenn man auf dieser Maschine sitzt, man kann ein bisschen nach vorne und nach hinten rutschen. Wenn man vorne sitzt oder wenn man im Angriff unterwegs ist oder stark bremst, dann sitzt man ziemlich nah am Tank. Und wenn man nach vorne rutscht, kommt man an dem Rand von dem Sitz, und der ist furchtbar hart. Und dann hängt man im Schritt direkt an dieser Kante dran, und das tut mit der Zeit schon weh. Man kann ein bisschen nach hinten rutschen. Und ich mit meinen 1,82 sitze schon am Rand von dieser Abdeckung. Das ist übrigens Kunststoff, sitzt da quasi auf dem Rand davon. Stört aber nicht weiter. Ich spüre es, aber es interessiert mich nicht, und da kann ich mich auch richtig schön hinten einklemmen. Nichtsdestotrotz kann ich die Maschine wirklich, wirklich, wirklich empfehlen. Also da ist Suzuki mit einem wirklich guten Modell auf den Mittelklasse Naked Bike Markt zugange. Die macht so richtig Spaß. Ich würde jedem vorschlagen, der nach sowas sucht und unter 10.000 Euro ausgeben will, schaut euch die GSX 8S an, fährt eine Runde damit. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, und ja, ihr mich unterstützen wollt, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben und abonniert das Kanal, aktiviert vielleicht auch die Glocke, und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal beim Test einer neuen Maschine. Ich habe da noch ein paar Sachen im Petto, und ja, bis dahin, allen gute Fahrt. Gummi muss immer unten sein, lackierte Seite nach oben, und dann sehen wir uns demnächst mal auch wieder. In dem Sinne, gute Fahrt, servus, pfiat euch und habe die Ehre.